Seid mir gegrüßt zu einem neuen Video aus der Rubrik Bastelecke. Und zwar bei dem Video Kreiselei Teil 6 Holzbau. Ich verlinke es euch mal da oben in der Ecke. Da bin ich immer wieder gefragt worden, wie das mit dem Kaffeesatz aussieht und was man da beachten muss. Also verschiedene Sachen zum Färben mit Kaffeesatz. Also man sieht es an meinen Händen, die haben auch Farbe abbekommen. Ich habe jetzt hier mal die Kiste soweit fertig, wie ich es fürs Vorschaubild bzw. jetzt für die Ansage brauche. Danach werde ich das auch noch alles machen. Ich habe Kaffeesatz genommen, den habe ich so die letzten Wochen über auf dem Balkon draußen getrocknet, haben dann gestern Vormittag eingeweicht, damit der wieder richtig schön nass wird und die Farbe dann durch die Nässe ins Holz übertragen werden kann. Dazu blende ich jetzt euch mal kurz einen Einspieler ein und nach diesem Einspieler sehen wir uns dann wieder hier unten und zwar ein Stückchen weiter hinten. Extra für das Video habe ich mir jetzt einen Kaffeesatz gesammelt, der ist jetzt mittlerweile hier drin. Heute nehmen wir mal da noch den Rest dazu. Das ist jetzt das von heute. Das schmeißen wir einfach da rein. Und da die Maschine ja sich nach der Benutzung reinigt und das Wasser dann auch schon so ein bisschen eingefärbt ist, schütten wir das jetzt auch noch da rein, machen gleich mal Sauerei. Und dann haben wir da jetzt schon so ein bisschen nassen Kaffeesatz. Das Ganze fülle ich jetzt noch weiter mit Wasser auf, so dass wir da so eine Pampe haben, die wir dann nachher auf das Ganze auftragen können. Ich werde das Ganze morgen machen, weil das muss ein bisschen durchziehen und dann können wir da auch loslegen. Da seht ihr jetzt, wie das Ganze langsam anfängt, sich aufzusaugen und zu blubbern. Ich glaube, ich habe noch etwas wenig Wasser drin. Das werde ich aber dann sehen. Das kann ich ja dann noch nachregulieren. Ich werde es jetzt auf jeden Fall erstmal umrühren und ein bisschen stehen lassen, dann dass es ziehen kann. Da drin ist jetzt der Kaffeesatz, so wie ihn ihr gesehen habt. In der Zwischenzeit hat er ein bisschen einwirken können, ist also komplett aufgequollen und ja, das Ganze hat auch schon so ein bisschen Farbe angereicht. Wenn ihr da jetzt reingreift, dann könnt ihr das so rausholen. Spritzt auch schon richtig schön raus. Also ist recht pumpig das Ganze, hat aber dennoch auch, ja, ich würde es jetzt fast gar sagen, mit wie ein Teig etwa von der Konsistenz her. Und das schmiere ich jetzt einfach mal da Stück für Stück auf die Truhe drauf. Ich schmeiße das da einfach drauf und versuche das mehr oder weniger gleichmäßig hier zu verreiben und einwirken lassen. Die Kiste hier ist im Übrigen nicht neu, sondern die fährt schon eine ganze Weile mit mir. Damit ihr mal einen Eindruck habt, wie das Ganze gefärbt, ungefärbt aussieht, habe ich jetzt das obere Teil mal noch gelassen. Ich lasse das Ganze jetzt trocknen. Wie war das beim Hund? In der Zwischenzeit habe ich Omas alte Bürste aufgetrieben und ihr merkt, ihr habt jetzt eine andere Kameraposition. Das Regenradar mobbt mich nämlich. Es hat angefangen zu regnen. Beziehungsweise leicht zu tröpfeln. Ich hoffe, das geht jetzt. Kamera steht unter dem Baum. Ich auch. Von dem her hoffen wir einfach mal, dass es geht. Ansonsten muss ich improvisieren. Es ist noch nicht wirklich so trocken, dass ich das jetzt großflächig abkehren kann. Drum lassen wir es mal noch.
Was ich aber trotzdem machen will, ist einfach mal verschiedene Einwirkzeiten hier in dem Bereich. Mal gucken, das muss ich dann anhand vom Video ablesen, wie lang das da jetzt dann genau eingewirkt ist. Wenn ihr jetzt mal vergleicht, ich drehe es euch mal ein bisschen so hin, wie es hier oben aussieht. Da ist jetzt nur leicht feucht, aber abgekehrt, und wie es hier unbehandelt aussieht. Also trotz längerer Einwirkzeit sehe ich da jetzt nicht wirklich einen Farbunterschied. Ich denke einfach, sobald das mal ins Holz eingezogen ist, hat es das. Und darum war jetzt komplett alles abkehren. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Und bevor ich noch ein paar abschließende Worte sage, die Fläche hier, wo ich drauf sitze, die könntet ihr kennen. Und zwar stand die Kamera schon mal ein Stückchen weiter da hinten, als ich die Videos aufgenommen habe zu der Rubrik Die Spiele von Maushausen. Und in der Zwischenzeit ist hier aus Gras wieder ordentlich grün geworden. Da hinten wird es wahrscheinlich etwas schneller grün, weil da ordentlich Dünger liegt jetzt. Werde ich auch demnächst hier nochmal drehen, und zwar die Kreiselei. Jetzt möchte ich aber noch ein paar Sachen zu der Holzbearbeitung bzw. da zum weiteren Vorgehen sagen. Und da fangen wir einfach mal damit an, dass das hier oben nicht so bleiben wird, sondern das wird nachher auch noch geschwind hinter der Kamera eingefärbt, damit es einfach einigermaßen gleichmäßig ist. Was ihr im Video gesehen habt, habe ich hier mal einen Streifen etwas früher abgekehrt wie den Rest. Hat allerdings nicht wirklich was gebracht. Also ich sehe da jetzt nicht wirklich einen Farbunterschied zwischen dem Streifen und den anderen Streifen. Die Farbunterschiede hier sind vom Holz her, weil hier in dem Bereich ist ein Asch drin und dadurch hat sich hier das Holz etwas verändert. Das sieht sogar eher so aus, wie wenn das ein bisschen Stirnholz wäre. Hier unten ist ja auch Stirnholz, da zieht das natürlich ganz anders ein wie ins Querholz. So wird die Farbe des Kaffees einfach unterschiedlich aufgenommen. Wie es jetzt mit Weiterbehandlung aussieht, da werde ich mit Sicherheit gar nichts testen, weil in der Kiste sind die Räder vom Mäuseroulette drin. Die wird also nie auf dem Markt irgendwo stehen, sondern die bleibt immer dann oder wird dann wieder ins Auto eingeladen. Zum Nachbehandeln, ich nehme mal an, wenn das irgendwas auf Wasserbasis ist oder wasserlöslich, dann wird es einen Teil von diesem Kaffeefarbstoff einfach wieder rausnehmen, weil wenn ich jetzt da nicht Hand wäsche, dann wäre die ja auch wieder sauber. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wenn ihr irgendwas vergessen habt zu erklären, schreibt es mir doch einfach mal hier unten drunter in die Kommentare. Wenn ihr die Kiste mal im Original sehen wollt, dann kommt mich doch einfach auf einem Markt besuchen. Helft mir beim Aufbau, weil da werdet ihr sie sehen. Auf dem Markt wird die nie stehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl. Jetzt in der Schlusskarte könnt ihr zunächst mal meinen Kanal abonnieren, was hier auf YouTube kostenlos ist. Dann blende ich euch unten das letzte Video vom Bau der Kreiselei ein. Und im oberen Video, da entscheidet YouTube, welches Video es euch vorschlägt, weil es am besten zu euch passt.